Hallo, willkommen im Video 33 in der Vorlesung Statistische Umweltmodellierung. Wir haben jetzt in den letzten Videos gesehen, dass wir chaotische, zeitkontinuierliche Systeme mappen können auf eine diskrete Abbildung und in einen niedriger dimensionalen Raum. Und sehr oft ist es sogar möglich, in einfachen chaotischen Systemen auf eine eindimensionale Return-Abbildung oder ja, also diskrete Abbildung, die wir Return-Abbildung nennen, zu kommen. Wir haben dann bei dem Lorentz-System gesehen, es gab so eine spitze Abbildung und die haben wir halt jetzt modelliert durch die Zeltabbildung, also einfach so ein symmetrisches Dreieck, und haben dann gesehen, okay, diese diskrete Abbildung hat auch dieses Strecken und Falten. Falten ein bisschen weiter hier unten, wie wir es sonst von chaotischen Systemen kennen. Also das liegt einfach daran, dass die Abbildung hier, diese Zeltabbildung, eine Steigung größer 1 hat. Also sie hat hier überall vom Betrag her Steigung 2 und deswegen werden kleine Intervalle gestreckt. Wenn das so ist, dann müssten wir doch auch in der Lage sein, in so einer diskreten Abbildung Japunow-Exponenten zu messen. Und das wollen wir uns jetzt hier anschauen. Wie berechnen wir in so einer diskreten Abbildung einen Japunow-Exponenten? Und was müssen wir machen? Wir schauen uns jetzt zwei verschiedene Anfangsbedingungen an. Also nehmen wir an, wir haben einen Startwert x0 und einen Startwert x0 plus Delta 0. Und dieses Delta 0 ist halt die anfängliche Separation. Und jetzt wollen wir halt schauen, was passiert mit diesen beiden Trajektorien, die also bei leicht benachbarten Anfangswerten starten, wenn wir die Abbildung iterieren. Und falls es dann einen positiven oder falls es einen Japunow-Exponenten gibt, ja, dann haben wir so gesagt, dann sollte diese Abweichung, dieses Delta 0, sollte exponentiell wachsen. Ne? Dann würden wir also annehmen, dass das Delta N, also die Abweichung dieser beiden Trajektorien vom Betrag her, geht wie das Delta 0 mal ein e hoch e-Funktion mal Lambda n, und n ist die Anzahl der Zeitschritte. Wenn das wirklich so ist, ne, also das können wir nicht beweisen, das können wir numerisch feststellen, aber wir können es im Allgemeinen für Abbildungen nicht beweisen, aber wenn wir sowas haben, dann ist das Lambda ein Japunow-Exponent. Und wie kriegen wir das Lambda? Jetzt können wir das auch nach dem Lambda mal auflösen. Also das ist ja die Bedingung, ne? Dass wir einen Japunow-Exponenten haben, positiv oder negativ. Wenn wir das nach Lambda auflösen, dann haben wir hier stehen, Lambda ist dann 1 durch die Zeit mal den Logarithmus, dem Abstand der beiden Trajektorien zum Zeitschritt n, geteilt durch den Abstand der Trajektorien zum Zeitpunkt 0. Und das Ganze im Limit oder im Limes Delta 0 geht gegen 0 und eigentlich auch n geht gegen unendlich, ne, wenn wir das lang genug machen. Okay, und jetzt können wir ja das ausrechnen und jetzt müssen wir halt erstmal sagen, wie sieht unsere Abbildung aus. Wir haben also jetzt eine, also erstmal das müssen wir also berechnen. Und jetzt müssen wir das Delta N nehmen und dann müssen wir es berechnen und dazu müssen wir erstmal schauen, wie sieht unsere Abbildung aus. Unsere Abbildung, also unsere Return-Abbildung ist halt so, dass xn plus 1 ist halt f von xn. Das ist jetzt unsere Return-Abbildung. Und die wollen wir ja jetzt testen darauf, ob so ein positiver Japunow-Exponent existiert. Also von dieser Abbildung f wollen wir das Lambda ausrechnen. Dann ist halt das Lambda ist gegeben, ist gleich
Ich glaube, vielleicht sollten wir erst nochmal, was ist denn das Delta N? Bevor wir das Lambda einsetzen, muss ich erstmal das Delta N ausrechnen. Und das Delta N, das ist halt jetzt, das Delta 0 ist ja einfach hier x plus Delta 0 minus x0. Ne? Und wenn wir jetzt aber die Abbildung einmal drüber gelaufen haben, dann ist das Delta N die n-fache Anwendung der Abbildung, die einfach iterierte an der Stelle x0 plus Delta 0. Das ist also die n-fach iterierte dieser zweiten Anfangsbedingung minus die n-fach iterierte an der Stelle 0. Das ist jetzt das Delta n. Und vielleicht schreibe ich es hier nochmal hier oben hin. Zur Erinnerung, das hatte ich glaube ich aber auch schon mal. Die n-fach iterierte haben wir gesagt, f so oben n, das soll jetzt nicht die Potenz der Funktion sein, sondern das ist die n-fach iterierte, das ist also f von x und das Ganze halt n mal. Das nennen wir die n-fache iterierte Abbildung. Und die brauchen wir halt jetzt hier unten, weil wir müssen ja jetzt schauen, was macht der Abstand dieser beiden Trajektorien, ne? Und dann müssen wir beide Anfangsbedingungen jetzt einfach immer mehrfach iterieren. Ne? Also das, was jetzt bei dem kontinuierlichen einfach der Phasenfluss war, die Zeitevolution, ist bei den diskreten Abbildungen immer die n-fache Iteration dieser diskreten Abbildung. So, und jetzt habe ich das Delta n, das können wir jetzt hier einsetzen und dann können wir den Lyapunov-Exponenten ausrechnen. Dann ist das Lambda 1 durch n mal den Logarithmus. So, und jetzt setzen wir hier für das Delta n dieses hier ein. Dann haben wir f n-fach iterierte an der Stelle x0 plus Delta 0 minus die n-fach iterierte an der Stelle x0 geteilt durch das Delta 0. Ja, und jetzt sehen wir, das ist hier einfach eine Ableitung, die wir hier stehen haben. Das ist einfach die Ableitung von der n-fach iterierten Abbildung. Das ist also 1 durch n mal der Logarithmus vom Betrag. Jetzt nehmen wir die n-fach iterierte Abbildung. Deswegen mache ich hier mal Betragsstriche drumherum. Das ist also die Abbildung n mal auf sich selber an, n mal hintereinander angewendet. Und diese Funktion, die leiten wir jetzt ab an der Stelle x0. Und das ist ja ganz klar, wir betrachten zwei anfänglich separierte Funktionen und dann kommt man halt hier auf einfach die Zeitableitung. Oder die Ableitung, nicht die Zeitableitung, die Ableitung der Funktion. So, und jetzt, was ist die Ableitung der Iterierten einer Funktion? Ne? Da kann man sich einfach an die Kettenregel wenden. Ne? Die Ableitung von f von g von x ist natürlich dann f' von x mal g' von x. Jetzt haben wir aber dieselbe Funktion hier. Dann müssen wir diese ganzen Funktionen einfach miteinander multiplizieren. Also wenn wir jetzt die Kettenregel anwenden, schreibe ich das am besten hin. Schreiben wir vielleicht erstmal hier die etwas wieder hier Kettenregel. Weil das was Allgemeines ist. Wenn wir die n-fach iterierte Funktion nehmen und die jetzt einfach ableiten an der Stelle x0, dann entspricht das ein Produkt, ne, dieser ganzen Ableitung der Funktion an Stellen xi, ne,
und das i läuft von 0 bis n minus 1. Ne? Weil ne, die, ne, ja, also denken Sie es einfach durch. Es ist, wir müssen einfach die Kettenregel anwenden. Wenn, im einfachsten Fall, wenn Sie einfach f von g von x haben, dann haben Sie f' von x mal g' von x. Wenn Sie jetzt f von x haben, haben Sie f' von x mal f' von x. Ne? Und das x nimmt aber die Werte, an die Sie das, die Ableitung nehmen, entsprechen halt den x immer, wenn Sie hier die Abbildung durchiterieren. Das heißt, wir müssen also jetzt hier unten den Logarithmus der einfach iterierten ausrechnen. Und dafür kommen wir jetzt ein Produkt zu einem Produkt von n Funktionen. Das können wir also jetzt hier hinschreiben. Haben wir 1 durch n mal den Logarithmus. Wir müssen immer Betragsstriche nehmen. Es kommt hier nur auf den Betrag der Separation an. Jetzt haben wir ein Produkt. Ne, dieses Produkt von der Kettenregel. I gleich 0 bis n minus 1 mal f' an diesen ganzen Stellen xi. So, ne, also um den Lyapunov auszurechnen, müssen wir jetzt den Logarithmus von einem Produkt ausrechnen. So, und der Logarithmus von einem Produkt ist gleich die Summe der Logarithmen. Dann nutzen wir jetzt also eine Eigenschaft der Logarithmusfunktion aus, um das ein bisschen weiter zu vereinfachen. Dann kriegen wir die Summe der Logarithmen der von Betrag der Ableitung der Funktion f'. Und wir summieren hier von i gleich 0 bis n minus 1. So, und das Ganze ist jetzt das Lambda. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir jetzt noch den Grenzwert machen, dass das n sehr groß wird, ne? Dass wir das oft genug machen. Und damit können wir das Ergebnis mal hinschreiben. Der Lyapunov-Exponent, also falls der Limes existiert, dann ist unser Lyapunov gegeben als dieser Limes. N geht gegen unendlich. Jetzt haben wir das 1 durch n. Und jetzt diese Summe dieser ln von Betrag der Ableitung i gleich 0 bis n minus 1. Und hier geht die Klammer wieder zu. Da mache ich erstmal die Formel schön in Schwarz und weil die so wichtig ist, nochmal in Rot. Also im Prinzip, ne, könnte man das auch so sagen, vielleicht schreibe ich das hier auch nochmal, das ist einfach, wenn Sie sich das anschauen, das ist einfach ein Zeitmittel. Das ist einfach, ist gleich, wir nehmen den Logarithmus von dem Betrag f' von x und machen da so ein großes Dach drüber. Das ist manchmal das Zeichen für ein Zeitmittel. Warum? Weil das ist hier einfach diese Konstruktion 1 durch n durch eine Summe von n Termen. Das ist hier einfach ein Mittelwert. Ne? Und wir nehmen den Mittelwert von dem Logarithmus von f' von x. Ne? Das mitteln wir einfach, indem wir jetzt einfach die Trajektorie die ganze Zeit weiter durchiterieren. Das ist also wirklich ein Zeitmittel. Und jetzt erinnern Sie sich nochmal, weil warum brauchen wir diesen Logarithmus? Und da können Sie sich erinnern, wir hatten uns ja mal angeschaut, einfach die Stabilitätsanalyse in so einem zeitdiskreten System. Ja, das war vor einigen Videos, wenn wir so einen Fixpunkt hatten von so einer zeitdiskreten Abbildung. Und dann haben wir gesehen, der Fixpunkt ist stabil oder instabil, je nachdem, ob
sozusagen die Linearisierung vom Betrag der Eigenwert kleiner oder größer 1 ist. Und dann, also in Abbildungen kam es darauf an, ob die Eigenwerte hier in der komplexen Ebene einen Betrag kleiner 1 haben. In den zeitkontinuierlichen Systemen kam es immer darauf an, ob die Eigenwerte einen Realteil kleiner als 0 hatten. Und das Mapping, das einfach diesen Eigenwert hier in diesen äquivalenten Eigenwert umgewandelt hat bei einer Differentialgleichung, das war die Logarithmusfunktion. Und jetzt beim Lyapunov-Exponenten brauchen wir ja auch so etwas, das entweder größer oder kleiner 0 ist. Ne? Dass wenn es größer 0 ist, ist es instabil, dann haben wir was Chaotisches. Im Lyapunov-Exponent kleiner 0, dann sind wir auf Dauer immer, schrumpfen wir und es ist dissipativ. Und dieses Mapping, das uns von der Stabilität aus den diskreten Abbildungen in den Bereich, also auf der die Grenze zwischen kleiner oder größer 1 vom Betrag auf eine Grenze kleiner oder größer 0 umwandelt, ist die Logarithmusfunktion. Vielleicht so eine intuitive Erklärung. Und deswegen haben wir jetzt, wir schauen uns die Änderung, die Ableitung unserer Funktion an. Das ist ja diese Steigung unserer diskreten Abbildung. Ne? Und jetzt nehmen wir nochmal die Logarithmusfunktion und dadurch mappen wir das jetzt auf das Intervall größer oder kleiner 0, weil es kommt ja beim Lyapunov-Exponenten an, ist der Lyapunov-Exponent größer oder kleiner 0. Also vielleicht nochmal das jetzt hier so aufgeschrieben, also wenn der Betrag von f', wenn der größer als 1 ist oder kleiner als 1, größer als 1 wird das halt abgebildet auf einen Lyapunov-Exponenten, der größer als 0 ist, und kleiner als 1 auf einen Lyapunov-Exponenten kleiner als 0. Ne? Sozusagen, also diese Logarithmusfunktion mappt uns diese Schwelle hier von 1 auf eine Schwelle größer oder kleiner 0. Das ist aber jetzt erstmal so, also ein bisschen Handwaving hingeschrieben, weil wir jetzt angenommen haben, dass f' ist konstant. Ne? Also was jetzt natürlich wirklich passiert, ist, wenn wir jetzt unsere Abbildung haben, lassen Sie mir überlegen, wie ich das mit dem Platz mache. Ja, schreiben wir das vielleicht hier unten hin. Also nehmen wir mal an, wir haben hier so eine Return-Abbildung. Also hier haben wir unser x, hier haben wir unser f von x. Das muss jetzt gar nicht die Zeltabbildung sein. Lassen Sie uns das irgendwie so eine Abbildung sein, die trotzdem nicht invertierbar ist. So, und jetzt sehen wir in dieser Abbildung, dann haben wir halt sehr unterschiedliche Steigungen. Manchmal haben wir positive Steigungen, manchmal negative. Ne? Aber insgesamt, dass wir jetzt was positiven Lyapunov-Exponenten haben, dann kommt es darauf an, ist der Logarithmus der Ableitung, ist der größer oder kleiner 1. Ne? Also insgesamt brauchen, dann kommt es auf den Betrag, also insgesamt brauchen wir in der Abbildung Bereiche, bei der die Steigung größer ist als 1. Und jetzt können wir ja unser Kopfwebbing machen und können jetzt anfangen, hier durchzuiterieren. Wir nehmen den Startwert und schauen, was kommt als nächstes. Dann kriegen wir hier den nächsten Wert. Ne? Und für diesen Startwert schauen wir schon mal, was ist hier die Steigung. Die ist in diesem Fall zum Beispiel größer als 1. Ne? Dann heißt, wir müssen jetzt, dann haben wir in dieser Summe, die wir hier haben, taucht beim ersten Mal der Logarithmus dieser Steigung an der Stelle x0 auf. Ne? So, jetzt geht es weiter. Jetzt iterieren wir auf diesen Wert hier. Ne? Und dann bekommen wir hier, das war jetzt das x1, jetzt haben wir hier das x2 und jetzt haben wir hier eine andere Steigung. Ne? Dann kommt jetzt in der Summe die Steigung der Ableitung an dieser Stelle vor. Ne? Jetzt werden wir abgebildet auf diesen Wert hier. Ne? Und dann kommt es jetzt drauf an, dann haben wir jetzt das x3. Jetzt kommt es dann drauf an, was ist die Steigung an der Funktion an dieser Stelle. Also wir haben jetzt gemessen, wenn wir jetzt also diese Abbildungen durchiterieren, wir sind von diesem Punkt hier gestartet, haben uns diese Steigung angeschaut, dann kommen wir hier hin, schauen uns diese Steigung an, dann kommen wir hier hin, schauen uns diese Steigung an, jetzt wird man wiederum gemappt.
Und das heißt, wir laufen jetzt mit unserer Trajektorie, ne, in diesem Cobwebbing hier hin und auf diesem Intervall hin und her, iterieren die Abbildung durch. Und in jedem Punkt schauen wir uns die Steigung von dem Betrag, von Logarithmusbetrag, also dem Logarithmus der Steigung dieser Funktion an. Ne? Und die werden jetzt alle durchgemittelt. Wir machen also das Zeitmittel, ne? Und Punkte, die öfters besucht werden von der Abbildung, die gehen natürlich öfter ein in das Mittel. Ne? Und der Lyapunov-Exponent gibt uns dann sozusagen die mittlere, den Logarithmus der mittleren Steigung dieser Funktion an. Ne? Und wenn diese Funktion oft Werte x oft Werte der Funktion annimmt, bei dem die Steigung größer als 1 ist, ne, dann kriegen wir einen positiven Lyapunov-Exponenten. Ne? Also dieser Lyapunov-Exponent, die Rechnung war vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen länglich, aber letztendlich das Ergebnis. Wir müssen einfach nur überall schauen, es haben wir lokal was eine Streckung, also haben wir lokal was eine expandierende Dynamik oder haben wir lokal eine dissipative, eine kontrahierende Dynamik, ne, und dann mitteln wir das über alle Werte, die angelaufen werden in der Iteration dieser Abbildung. Das macht hier schon ganz einfach Sinn. So, und jetzt können wir nochmal hier in unsere Zeltabbildung gehen, ne, weil da ist es jetzt auf einmal ganz einfach. Ne. Wir können hier schauen, was ist denn der Lyapunov-Exponent? Das kann ich jetzt mal hier oben ausrechnen. Lyapunov-Exponent bei unserer Zeltabbildung. Das Lambda, ne, ist jetzt hier auch wieder dieser Limes, n geht gegen unendlich. Ne. Dann haben wir 1 durch n, die Summe ln Betrag dieser F'. Und jetzt ist es ja so, dass bei der Zeltabbildung die Steigung hier in diesem linken Intervall plus 2, im rechten Intervall minus 2 ist. Der Betrag davon ist immer 2. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier das Zeitmittel machen und jetzt hier durchlaufen, wie eben da geschildert, haben wir jedes Mal den Betrag, die Steigung ist immer 2. Ne? Und jetzt summieren wir das auf. Wir haben n Terme, die haben alle Steigung 2, ln 2 und müssen das nochmal durch n teilen. Dann gibt das einfach ln 2 und das ist so ungefähr 0,69. Und damit haben wir den Lyapunov-Exponenten dieser Zeltabbildung wirklich ausgerechnet. Und der ist ja auf jeden Fall größer als 0. Und jetzt haben wir wirklich, ne, das erste Mal einen Lyapunov-Exponenten wirklich ausgerechnet, nicht nur numerisch uns angeschaut, sondern wirklich berechnen können. Und jetzt erinnern Sie sich, diese Zeltabbildung war ja nur ein Map für das Lorentz-System. An dem Lorentz-System hatten wir ja den Lyapunov-Exponenten hier nur numerisch berechnen können. Der war aber auch in der Größenordnung 0,6 irgendwas. Ne? Das heißt, wirklich, wir können jetzt, also das sehen Sie jetzt einen weiteren Vorteil dieser zeitdiskreten Abbildung. Da ist es viel, viel einfacher, diesen Lyapunov-Exponenten auszurechnen. Insbesondere bei solchen Abbildungen, bei denen die Steigung einfach überall konstant ist, vom Betrag her. Ne? Dann können wir da haben wir den Lyapunov-Exponent sofort analytisch dastehen und können jetzt zumindest beweisen, okay, in der diskreten Abbildung haben wir wirklich einen positiven Lyapunov-Exponenten und der ist größer 0. Ne? Und das legt natürlich jetzt nahe, dass das Lorentz-System halt auch einen positiven Lyapunov-Exponent hat. Man muss nur aufpassen, das ist natürlich nur eine Vereinfachung der Dynamik im Lorentz-System. Erstens war beim Lorentz-System war das hier leicht gekrümmt, die Abbildung. Ne? Das heißt, man hat jetzt nicht, kann nicht mehr die Annahme nehmen, dass das F' vom Betrag her überall gleich ist und überall gleich 2 ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Lorentz-System, die Return-Abbildung, war ja hier so eine dicke Funktion. Also war gar nicht eine richtige Funktion, sondern die Werte haben ja ein bisschen um
diese ideale Funktion, die wir durchlegen, gestreut. Ne? Also gibt es natürlich jetzt, ist das halt hier nur ein Modell dessen, was das Lorentz-System macht. Aber da wir ja hier einen positiven Japunov rauskommen, der auch sehr ähnlich zu dem ist, was wir im Lorentz-System haben, ne, haben wir jetzt wirklich die Analogie und können wirklich sozusagen glauben oder relativ sicher sein, dass das, was wir hier bei der Iteration dieser Abbildung beschrieben haben, das auch widerspiegelt die wesentlichen Grundzüge dessen, die passieren, wenn wir in dem zeitkontinuierlichen Lorentz-System die Dynamik über lange Zeiten laufen lassen. Also jetzt hier zusammenfassend, wir haben also jetzt hier zeigen können, wie wir in so einer diskreten Abbildung den Japunov-Exponenten ausrechnen. Und das führt vor allem, wenn wir einfache Return-Abbildungen haben, zu ganz einfachen als einfachen Gesetzmäßigkeiten, sodass wir den Japunov-Exponenten auch wirklich analytisch ausrechnen können. Und ansonsten müssen wir halt hier schauen, was ist die Wahrscheinlichkeitsdichte, dass die Trajektor, dass der Zustand irgendwo hier ist. Und mit dieser Wahrscheinlichkeitsdichte, man nennt das hier so das Maß auf diesem Intervall, in dem die Abbildung läuft, mit diesem Maß müssen wir halt dann die Steigung der Return-Abbildung messen. Ja, soweit erstmal für dieses Video. Jetzt vielen Dank.